Hi, Sebastian hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spreche ich mit dir darüber, warum es für viele Männer so schwer ist, Frauen kennenzulernen. Und es ist nicht, dass etwas an dir falsch ist, warum du keine Frauen kennenlernst. Oder es liegt auch meistens nicht daran, dass du etwas Falsches machst oder was Falsches sagst, um Frauen kennenzulernen. Sondern es geht um die Haltung dahinter. Und jetzt gehen viele Männer dahin und sagen, ja, was muss ich machen, um Frauen zu bekommen? Und das ist genau der Fehler. Das habe ich jahrelang versucht, das hat nie funktioniert. Was muss ich machen, damit ich sie von mir überzeugen kann? Und dann gibt es da einen ganz eigenständigen Bereich von Männern, die sich die Frage stellen, ja, welche Strategien muss ich denn benutzen, um Frauen kennenzulernen? Welche Techniken muss ich denn anwenden? Was muss ich denn machen, wenn ich mit der Frau schreibe? Muss ich 5 Stunden warten, bevor ich antworte? Oder ich antworte erst am nächsten Tag, damit ich einen Status darstelle. Am Ende des Tages ist es fake und das erkennst du aus 2 Meilen Entfernung. Und vor allem die Frauen, die sehr, sehr sensitiv sind für sowas, die merken, ob du als Mann einfach geerdet bist oder ob du irgendwas vorspielst. Sowohl beim Kennenlernen als dann auch später in der Beziehung. Es gibt einen Grundsatz, der mich damals sehr geprägt hat und das ist etwas, an dem man sich orientieren kann. Der Satz heißt, sobald du etwas hinterherjagst, entfernt es sich von dir. Wenn ich sage, was muss ich machen, um eine Frau zu bekommen, mit welcher Energie gehe ich dann zu einer Frau hin? Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich in einem Café bin, ob ich auf der Straße bin und eine Frau sehe, die mir gefällt. Wenn ich hingehe und sage, was muss ich machen, um eine Telefonnummer zu bekommen, um Sex zu bekommen, um mit ihr in Kontakt zu kommen, all das wird nicht funktionieren. Und da gibt es so viele Männer, die immer wieder schreiben, ja, ich habe schon hunderte von Frauen angesprochen und die haben alle entweder einen Freund oder die gehen einfach weiter. Das Problem bist nicht du. Das Problem ist deine Einstellung und wie du über dich selber denkst. Wenn du dich selber nicht akzeptieren kannst als Mann, als Mensch, wenn du nicht selber in dir das Gefühl hast, ich bin gut genug, ich kann mich selber lieben, ich kann mich annehmen, ich habe ein gutes Leben. Wie willst du dann eine Frau kennenlernen? Wie soll dir eine Frau etwas geben, was du nicht hast? Das funktioniert nicht. Wir sind oftmals so konditioniert worden, dass wir denken, ja, wenn dann die Richtige kommt, dann ist mein Leben besser. Auf diesen Gedanken, auf diesen Glaubenssatz stützen wir unser Verhalten, dass wir sagen, ja, jetzt muss ich nur noch die Richtige finden, jetzt muss ich irgendwas tun, um sie irgendwie zu bekommen. Und das ist genau der Punkt. So funktioniert Dating einfach nicht. Das ist einfach die Wahrheit. Wir sagen immer, ja, du musst hingehen, du musst einfach hingehen, du musst eine Frau einfach ansprechen. Viel wichtiger ist aber, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Wer bist du? Und vor allem, was ist deine Mission hier in diesem Leben und wie denkst du über dich selber? Und das ist eine Arbeit, die nicht von jetzt auf gleich über Nacht passiert, weil du einfach nur diesen einen Spruch sagst oder die eine Sache machst und auf einmal bist du wie so ein Magnet, der Frauen in sein Leben zieht, automatisch. Du darfst nicht vergessen, Flüsse fließen ins Meer und nicht andersrum. Wenn du ein gutes Leben hast, wenn du von dir selbst etwas hältst, wenn du einen guten Job hast, wenn du einen guten Freundeskreis hast, wenn du jemand bist, der ambitioniert ist, der an Dingen arbeitet, der sich weiterbildet, der seine Komfortzone verlässt regelmäßig, der immer neue Dinge ausprobiert, dann bist du automatisch jemand, der für Frauen interessant ist. Und dann brauchst du nur noch hinzugehen. Und dann brauchst du nur noch ein Hi. Es wird nicht immer funktionieren. Wir sind Menschen, wir sind keine Matheformeln. Das ist nicht etwas, was man berechnen kann. Aber was wir sagen können, und das ist das, was wir selber erlebt haben, Konstantin und ich, und das ist auch das, was wir immer wieder mit unseren Kunden gesehen haben, wenn du entsprechend an dir arbeitest und dann die nötigen Schritte tust, um Frauen kennenzulernen, um den Raum zu schaffen, um Frauen kennenzulernen, dann wirst du auch Frauen kennenlernen. Und da musst du auch nicht 100, 200 Frauen ansprechen, um endlich mal ein Date zu haben. Das ist auch schon wieder eine Mangelhaltung. Wenn dir der Kanal gefällt, wenn dir das Video gefällt, lass uns gerne ein Abo da und ein Like da, das freut uns sehr. Einfach auch, damit du immer informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Du bist doch ein guter Typ und du fragst dich, hey, ich schaue, ob die Frau zu mir passt oder nicht. Und dann habe ich auch gar kein Problem mehr mit Ablehnung. Weil dann ist auch ein Korb egal, weil ich finde heraus, ob sie zu mir passt. Wenn sie sagt, nee, ich will dich nicht oder geh weiter. Ja, danke, dass du es jetzt schon weißt, sonst hättest du wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre mit dem falschen Menschen verbracht. Wenn eine Frau nicht offen dafür ist, wenn du sie ansprichst oder wenn ihr ein Date habt, ja, und sie ist total desinteressiert, dann hast nicht du was falsch gemacht, sondern es passt einfach gerade nicht. Fertig. Wie bei einem Vorstellungsgespräch auch. Nicht jeder Job passt zu dir. Du musst erstmal herausfinden, was zu dir passt und was nicht. So, also was ist wichtig? Es ist wichtig, den Fokus auf die richtige Sache zu lenken, nämlich auf dich. Lies Bücher. Guck, wo stehe ich gerade in meinem Leben. Schnapp dir ein Tagebuch, wo du deine persönlichen Erfolge aufschreibst, was auch den Fokus auf deine Stärken richtet und nicht immer auf das, was du alles falsch machst oder falsch machen könntest. Guck, wo du dich weiterbilden kannst. Besuch Seminare. Fahr an Orte, wo du noch nie warst. Lern Leute kennen, bau dir einen Freundeskreis auf. Geh in einen Sportverein, wenn du schon machst. Geil, Sport ist immer gut.
Versuch da deine Grenzen zu überschreiten. Geh mal einen Schritt weiter. Werde zu dem Mann, den du selber daten würdest, wenn du eine Frau wärst. Du musst dich selber annehmen. Du kannst dich nur selber annehmen, wenn du was von dir hältst. Und du kannst nur was von dir halten, indem du entsprechende Dinge tust, auf die du auch stolz sein kannst. Sind wir einfach mal ehrlich, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, auf der Couch liegst, jeden Abend nach der Arbeit irgendwie nur einen Film schaust, gar nichts machst, dich einfach gehen lässt, deinen Körper gehen lässt, deinen Geist gehen lässt. Welche Frau soll das bitte interessant finden? Also wir halten fest, nur wer sich selbst nicht liebt, muss Techniken benutzen, muss irgendwelche Strategien benutzen, um etwas zu bekommen. Das ist der Ansatz, den wir hier nicht fahren. Das willst du auch nicht, weil es dich langfristig nur ins Unglück stürzen wird. Du immer wieder Techniken anwenden musst und du irgendwie immer fake sein musst. Und das wird sich dann irgendwann sehr, sehr miserabel anfühlen, weil du merkst, warte mal, die Frau, die mag mich jetzt scheinbar für den Moment, für etwas, was ich gar nicht bin. Und da musst du diese Rolle, dieses Spiel ein Leben lang spielen, anstatt einfach die authentische Person zu sein, die du sowieso schon bist. Mangeldenken ist komplett fehl am Platz. Überleg doch mal, du bist einer von wie viele Millionen Spermien, die es geschafft haben, hier auf diesem Planeten zu sein und diese Erfahrung leben machen zu dürfen. Und das klingt jetzt wieder spirituell oder abgedroschen oder was auch immer, aber im Prinzip ist es so. Du hast die Chance, irgendwas zu machen aus deinem Leben zwischen diesen zwei Daten, wo du geboren bist und wo du stirbst. Und dazwischen ist ein Bindestrich. Und dieser Bindestrich ist dein Leben und du kannst es gestalten, wie du möchtest. Und wenn du anfängst, dich auf dich zu fokussieren, und ich weiß, es ist schwer, wenn du Mitte 20, Ende 20 bist und sagst, boah, in meinem Freundeskreis, die ganzen Männer hier, die haben alle schon eine Partnerin, die denken schon ans Heiraten und ich sitze hier und habe vielleicht 3, 4, 5 Dates gehabt oder es läuft einfach nicht so gut oder nach dem ersten Date ist schon immer Ende. Mach dir keine Sorgen, atme mal tief durch, Fokus auf dich und dann tu entsprechend das Notwendige. Und wenn du sagst, ich brauche dabei ein bisschen Unterstützung, ich würde gerne den Prozess beschleunigen, dann haben wir was für dich. Unter diesem Video ist ein Link, kannst du gerne mal draufklicken, dann kannst du dich für ein Gespräch mit Konstantin oder mir eintragen, wo wir uns deine Situation genau anschauen und dir dann einen entsprechenden Plan mit an die Hand geben, wie du das ganze Thema mit den Frauen ein für alle Mal abhaken kannst. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.